Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Hashem soll er mir geben, die richtigen und feinen Wörter zu formulieren, das, was man sagen soll. Adonai Sfosai Tiftor Ufi Agiti Losecho. Liebe Chaverim, liebe Freunde, wir sprechen heute mit Hashems Hilfe über ein sehr aktuelles, relevantes Thema: Weltschutz, Klimaschutz, Sauberkeit, Reinheit, Ökonomie, Ökologie, Zoologie, Botanik, also Gottes Welt. Soll sein ein Gan Eden, ein Paradies, oder der Mensch kann diese Welt mit seinen eigenen Händen kaputt machen? Wir werden beginnen mit drei Fragen und danach mit Hashems Hilfe versuchen zu erklären, was sagt die Torah und was steht geschrieben in unseren Schriften, Torah Shebichtav und Torah Shebe'alpeh. Die erste Frage ist, ob die Torah verpflichtet uns für Sauberkeit die Welt, Reinheit, soll man nicht beschmutzen. Wo steht sowas geschrieben in die Torah, die kam von Hashem auf dem Berg Sinai? Das ist unsere erste Frage. Steht geschrieben, Hafochbo, Vafochbo, de Kulebo, steht alles geschrieben in die Torah. Und unsere Frage ist, wo steht über Weltschutz, über Umwelt in die Torah? Das ist die erste Frage. Zweite Frage ist, ob nach die Torah muss ein frommer Jid oder ein Mensch achten auf alle relevanten und aktuellen Gesetze von Menschen, zum Beispiel Flaschen. Es gibt dort so drei Farbencontainer. Soll man legen die Flaschen? Soll man nicht machen Feuer mit Plastik? Und so viel, sehr viel Umweltgesetze. Die Frage ist, ob diese Gesetze muss man nach die Torah achten und nachfolgen, oder das ist nur eine Macht und eine politische Aktion von Menschen, die haben sich dem Naturschutz als Religion genommen anstatt Gott, und sie bevorzugen die Tiere und die Pflanzen anstatt Menschen, und soll man das nicht folgen? Also die erste Frage, ich wiederhole, was steht in die Torah über Umweltschutz, über Sauberkeit, die Straßen, die Wälder, die Wasser? Zweitens, ob soll man die Gesetze und die Regeln, was man sagt in jedem Land, jeden Montag und Donnerstag, verschiedene Gesetze und Regeln, ob soll man das nach die Torah folgen, nach dem Gesetz, diene dem Malchus, diene, oder es ist nicht so schlimm und nicht so dramatisch, wenn ein Mensch die Flasche wird nicht legen in den richtigen Container. Und die dritte und die letzte Frage ist, was passiert, wenn es gibt einen Widerspruch zwischen Umwelt, die Natur von Pflanzen oder Berge oder Wälder und menschliche Bedürfnisse, Autobahn zu bauen, Flughafen, Brücke, Haus? Also wenn es gibt, Haifa, gibt es sehr viele Fabriken von Chemikalien und 600.000 Menschen arbeiten dort. Und es gibt 15% Leute, die dort krank von Krebs. Also man sieht, dass die Menschen leiden. Also was ist jetzt wichtiger, die Umweltschutz, die Natur, die Tiere, die Pflanzen, die Meere oder die Bedürfnisse von den Menschen? Sollen sie haben Arbeit, Schiffen, Flugzeuge, Autobahn? Also das sind die Fragen. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Bidvaro. Liebe Freunde, wir beginnen unsere Reise und Hashem soll mir geben, richtige Wörter zu formulieren. Das Allerwichtigste heute beim Shiur ist folgender Satz.
zum Schluss, die alle, die heute zuhören, sie werden zum Schluss eine Handlung zu unternehmen. Heute dem Shiur ist nicht nur Theorie, abstrakt, mein Zeit ist kostbar und ich investiere an Sachen, die mir sehr wichtig sind. Und ich gebe euch eine kleine Einführung, warum es ist mir alles so wichtig. Ich mag und liebe Gottes Welt. Ich liebe Fahrrad zu fahren, in Wald zu spazieren, in sauberes, süßes Meer zu baden. Wenn ich fahre mit dem Fahrrad, auf jeden Ampel, wenn ich gucke auf den Boden, gibt das Schwänzerlach von Zigaretten. Nein, Zigaretten kippen. Also die Leute beginnen mir schon mit Deutsch zu korrigieren, als ob der Problem ist nicht da. Das ist, wie einer sagt, dein Papa ist tot. Nein, nicht dein Papa, deiner Papa ist tot. Spielt keine Rolle. Die Tat ist, das gibt auf dem Boden in jedem Ampel Schwänzerlach, Filter von Zigaretten. In dem Meer, ich war gestern in ein sauberes Meer mit schönem Sand. Glauben Sie mir, es war mehr wie hunderte Schwänzerlach von Zigaretten, was Menschen als Reflex warfen von ihrer Hand mit einem bösen Trieb. Sollt ihr wissen, Menschen haben das gelernt, weiß ich nicht, von vielen mehr, wo Leute nehmen das und machen noch mit dem Fuß unten und werfen mit die vom Fenster auch am Ampel. Guck euch bitte morgen in jeden Ampel mit dem Fahrrad sind 10, 20 Stück. Wäre jeden Schwanzel von Zigarette 1 Million, man konnte schon bauen den Betamikdash und genug Geld haben für meine Torarolle. Wenn wäre jeden Schwanz 1 Euro, war schon 2 Torarolle, nur von Frankfurt. Und Menschen sitzen im Auto und Unverschämtheit zum Schluss, man werft dem Schwänzel ohne zu gucken, Reflex. Von dieser Schwänzerlach leiden die Fegerlach, die Fischen, die Kinder. Und ich habe gesehen, einmal im Meer, in Frankreich, ein Papa geht mit seinem Kind in der Hand und in der Hand Zigarette und werft in Wasser. Und fragen Sie Leute, die rauchen am Strand, wo legst du deine Schwanzzigarette zum Schluss? In die Tasche. Nein, sie warfen das auf den Sand. Und wer ist schuldig? Wir, dass wir sowas ignorieren. 15 Jahre oder mehr dauert diese Schwänzerlach von den Zigaretten verschwunden zu gehen. Parken, Strände, es gibt Erde, ökologischen Problem. Es ist unglaublich, drinnen gibt es Kinder, nehmen diese Schwänzerlach in Spielplatz, in den Mund. Und diese Sache ärgert mich sehr und deshalb möchte ich heute darüber reden. Und wie gesagt, zum Schluss möchte ich auch eure Handlung und Hilfe. Hashem schuf eine wunderbare Welt. Hashem hat gemacht eine schöne Welt mit Fisch, Vogel, Erde. Und jeden Tag, die hat er geschafft, hat er gesagt, Tov meod, die Welt ist gut. Die Welt war Gan Eden. Jetzt guck mal, was steht geschrieben in die Tora. Ich lese euch vor. 1. Buch Mosche, Kapitel 2, Pasuk 15. Gott nahm den Menschen und stellte ihm in Garten Eden, ihn zu bearbeiten und zu hüten. Also Hashem hat gegeben jedem Mensch in dieser Welt eine Aufgabe in dieser Welt, 2 Sachen zu machen. Die Welt zu verarbeiten, das nennt man Entwicklung, soll man die Welt entwickeln. Und gleichzeitig soll man die Welt hüten. Das heißt, Hashem hat uns gegeben ein Gebot, soll man diese Welt modernisieren, technologisieren, klar. Aber gleichzeitig derselbe Hashem, der sagt uns, Leovda, zu bearbeiten, Hashem sagt uns, stopp, hüten. So ist das. Und Hashem, nach der Sintflut, guckt in sich selbst und er bereut, dass er die Welt geschafft hat,
und der Mensch geschafft. Und Hashem sagt, ich werde nicht mehr die Welt runterbringen. Ich werde nicht mehr eine Sintflut bringen auf diese Erde. Warum sagt Hashem, dass er wird nicht mehr die Welt beenden? Warum? Warum sagt Gott, dass er wird nicht mehr die Welt noch einmal fluchen wie früher? Weißt du warum? Weil der Mensch wird das alleine machen. Gott sagt, ich brauche das nicht zu machen. Ihr werdet Menschen, ihr werdet schon selbst mit euren Händen diese schöne Welt, die habe ich geschafft, Paradies, ihr werdet diese Welt kaputt machen und machen euch selbst zu Hölle. Unglaublich. Guck mal in Yam HaMelach, in Totes Meer, wie viele Löcher gibt's? Fabriken von Volkswagen, von Chemikalien, überall, jeder genießt für sein Ego. Liebe Freunde, jetzt nicht diskutieren und nicht antworten, jetzt rede ich. Ihr hört gut zu dem Shiur, weil wenn einer schreibt, bleibt er schon mit seiner Meinung. Wenn jemand will mit seiner Meinung bleiben, soll er gucken ein anderes Shiur. Schaut auf seine Zeit. Mit mir lernt man diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um zu hören, was sagt die Torah. Was sagen die Grünen, was sagen die Aktivisten, was sagen die Naturisten, das weißt ihr schon. Jetzt gib heute Chance, auch die Torah zu sagen, ihre Wort, wer ist im Mittelpunkt, ob der Natur dient uns oder wir dienen dem Natur. Deshalb gib Kavod zu die Torah und zu dem Shiur zu hören. Danke. Wir wiederholen noch einmal die drei Fragen. Eins, wo steht in die Torah, sauber zu sein? Zwei, ob es eine Pflicht, alle Gesetze von den Flaschen zu legen in Pfand oder in die Container? Drei, was ist wichtiger beim Diskussion, die Bäume zu hacken und ein Haus zu bauen, den Brücke zu bauen oder schöne Autobahn und die Berge, die Natur kaputt zu machen oder lassen die Natur so, wie es war? Weil es gibt, wie gesagt, im ersten Buch Mosche zwei Gebote. Hashem hat gelegt, Adam leovda zu bearbeiten und zu hüten. Und bearbeiten bedeutet, die Welt zu entwickeln, zu seinem Bedarf. Und zu hüten bedeutet, die Welt nicht kaputt zu machen. Okay. Eine klare Antwort sollt ihr von mir heute nicht erwarten. Aus einem einfachen Grund. Ich habe nicht gelernt, alle ökologischen Schwierigkeiten in dieser Welt. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich habe auch nicht die ganze Torah gelernt. Ich habe nur ein bisschen gelernt von der Torah. Die Richtung, die Idee. Wo ist die Tendenz von der Torah? Wo geht sie in dieser Welt? Und das will ich euch sagen. Steht geschrieben in Baba Kama, dass es war ein Mann und er hatte ein Haus, ein privates Haus. Und er hat geworfen Steine von seinem Haus zu der Hauptstraße. Und einer hat ihm gesagt, warum werfst du von einem Ort, der dir nicht gehört, zu einem Ort, der dir gehört? Sagt er, mein Haus ist meine, die Straße ist nicht meine. Sagt er, nein, die Straße ist deine, dein Haus ist nicht deine. Und einen Tag war er bankrott und er hat verkauft sein Haus, wo er dachte, das ist seine. Und gefallen auf die Straße, wo früher war seine Wohnung, auf die Steine, die hat er selbst geworfen. Liebe Chaverim, die Lubavitcher Rebbe 1979 ist einmal in die Synagoge gesehen, eine Schwanzel von die Zigarette in die Synagoge. Damals in die 70er Jahre, die Menschen haben noch geraucht, überall, auch im Lehrhaus leider. Und der Rebbe hat aufgegeben und hat gesagt, eine Zigarette wirst du nicht werfen bei dir in Stub. Und eine Zigarette wirst du nicht werfen in einen Palast von einem König. Und in der Welt von dem Ebischter, von der Ribbono shel Olam, der Beschäfer der Welt, hast du so viel Chutzpe zu nehmen, als Schwanzel von einer Zigarette und wegwerfen? Steht geschrieben in die Torah, 5. Buch Mosche, Kapitel 23. Wenn du gehst in die Wüste und du musst sitzen und machen deine Bedürfnisse, du musst machen deine Reste, steht geschrieben, du kannst das machen, aber machen eine große Grube und nehmen später deinen Stock. Wekisisto es Zeosecho, sollst du deine Geschäften sauber machen in die Wüste. In die Wüste, niemand sieht. Niemand sieht in die Wüste. Du machst alleine. Du musst tief, tief die Sache begraben. Warum? Du sollst heilig werden. Wenn jeder Mensch in dieser Welt ein Loch macht in dem Schiff, die ganze Schiff wird sich enttrunken. So steht geschrieben in die Torah.
Und deshalb steht geschrieben in die Mitzvot von der Torah, Gebot 57, es ist verboten, Bäume zu schneiden, Kleider, Bänke. Und schon in Bet HaMikdash hat man Recycling gemacht, wenn die Kohanim haben getragen ihre Kleider vom Leinen, 4 Kleider jeden Tag, viele Kohanim. Mit den Kleidern hat man gepustet den Boden und später hat man gemacht, dort für die Nacht, für das Feuer von den Flaken soll sein Feuer in der ganzen Jerusalem. Das heißt, hat man alles genutzt für noch etwas. Und interessant, schon in Bet HaMikdash war ein Wunder, dass es war keine Fliege und keine schmutzige Sachen, weil Sauberkeit zeigt auf Edelkeit. Dort, wo es gibt keine Fliege, wusste die Isha Shunamit in dem Haus von Elisha, Ish Elohim Kadosh, ein heiliger Mensch. Woher hat sie gewusst, dass Elisha ist ein heiliger Mensch? Steht geschrieben, sie hat gesehen, er ist sauber. Sein Bett war sauber, die Matratze war sauber, die Kleider waren sauber. Sauberkeit, Edelkeit, Menschlichkeit zeigt auf Göttlichkeit und Zufriedenheit mit Gott. Jetzt steht geschrieben in Kohelet Rabbe, Hashem hat gesagt zu Adam, schau, was für eine schöne Welt habe ich dich gegeben. So viele Bäume, so viel Wasser, 4 Kanäle von Gan Eden, Pishon, Gichon, genieße Gan Eden, so viel Blumen, alles. Mach das nicht kaputt, Lotte Kalkel, weil wenn du machst diese Welt kaputt, niemand kann das nach dir korrigieren. Das, was hat man kaputt gemacht, kann man nicht korrigieren. Steht geschrieben in die Torah, 6 Tage sollst du deine Arbeit machen und am 7. sollst du ruhen. Was heißt 6 Tage sollst du arbeiten? 6 Tage sollst du immer beschäftigt sein, dein Hof, deine Straße. Heute ein guter Freund hat mir gesagt, dass immer wenn er geht in den Wald, er sammelt Schwänzerlach von Zigaretten und er macht eine Mitzwe, wenn niemand sieht das, nur Gott. Das ist eine Aussage zu Hashem, ich achte auf deine Welt. Wenn jeden von uns wird aufheben, 10 und erklären 10 Leute, das ist nicht erlaubt. Und wenn er sieht, Leute wegwerfen, denen erklären, nicht mit Schimpfen, nicht zu werden jetzt aggressiv, aber die Leute zu erklären, hey, das ist unsere Welt. Und dieser Schwänzerlach von den Zigaretten ist ein Symptom von der Gesellschaft. Die achtet nicht auf die ganzen Gruppe. Jeder denkt nur über sich. Das ist Egoismus. Okay. Rabbi Hanina hat verloren ein Kind. Und er hat gesagt, warum habe ich verloren ein Kind? Weil er hat geschnitten Bäume von Feigen vor die Zeit. Jetzt möchte ich die Sache ein bisschen erklären. Es gibt eine Diskussion in der Welt zwischen den Naturisten, die Grüners, die Ökologen und die Tora und die Juden. Die Naturisten, die Aktivisten, die Grünisten, sie sagen, wer ist im Mittelpunkt? Die Natur. Alle sind gleich. Gegenstände, Pflanzen, Tiere, alle sind gleich. Ekozentrum, alles. Alle sind zusammen. Der Mensch soll nicht denken, er ist über die Tiere. Die Menschen, die Aktivisten und Naturisten, sie erwecken und erfinden irgendwann einen Hass gegen Menschen. Weil die Menschen machen kaputt die Welt. Wer braucht die Menschen? Sie sollen sich nicht vermehren. Liebe Pflanzen, liebe Bäume, liebe Meere, liebe Fische, liebe alleine zu leben, alleine in Gan Eden, ohne sich zu vermehren. Ich sage Gott sei Dank, dass wir haben diesen Aktivisten. Ich rede jetzt die Reine, die Saubere, nicht diejenigen, die schneiden einen Coupon unterwegs zu ihren Popularität und Grünen zu werden in Politik. Das ist stinkt. Also das wird nicht bleiben lang, weil steht geschrieben in die Torah, jede wahre Methode muss bleiben 3 Generationen, dann sieht man, sie ist wahr. Du, dein Kind und dein Enkelkind. Also wenn ein Naturist oder Aktivist 3 Generationen, alle machen das eine nach dem anderen,
Sehr gut, das ist schon Tradition von der Mishpoche. Kol HaKavod, sehr gut. Deshalb, sie werden sehen, die Weg von der Torah. Das, was ich mache, macht mein Papa und mein Opa und meine Kinder und meine Enkelkinder. Wir haben dieselbe Erziehung und wir machen alle dieselbe Sache. Niemand macht mehr oder wenig. Also noch einmal. Die Ecocentro, die Grüners, die Aktivisten, die Naturschützer, sie sagen, alle sind gleich. Menschen, Tiere, Pflanzen, Fische sind alle zusammen. Harmonie, Shalom, Beyachad. Alle sind Beyachad. In die Torah sagt Rav Shimshon Refoel Hirsch, dass der Mensch ist ein Steward von dieser Welt. Diese Welt wurde uns geliehen, sollen wir von der Natur genießen. Nicht sollen wir der Natur servieren. Also wir sind nicht da, um der Natur, wir sind noch nicht Gott. Es gibt einen gefährlichen Gedanke in dieser ganzen Geschichte. Es gibt Leute, sie wollen nicht Gott, sie wollen nicht Emuna, sie wollen nicht Torah, sie wollen nicht Jiddischkeit und Religion. Was machen sie? Sie haben neue Gott entdeckt. Natur, Grünes. Ich bin im Mittelpunkt und ich bin da, um die Welt zu dienen. Also ich bin da, um die Welt zu schützen, als ob vor mir und nach mir die Welt das nicht existiert. Ohne dir, die Welt geht nicht. Beruhig dich. Die Friedhof ist voll mit Menschen, die haben keine Vertretung. Die Welt war ohne dich. Die Welt wird leben ohne dich. Die Welt ist zum Schluss in die Hände von der Ribbono shel Olam. La Adonai Ha'aretz zum Loyo. Gehört alles zu Hashem, aber Ha'aretz Natan li Bnei Adam, die Erde, hat er gegeben die Menschen. Kommt die Torah und sie sagt etwas sehr interessant. Die Natur ist nicht ein Museum. Museum soll man gar nicht anfassen. Die Natur ist ein Geschenk Gottes, die hat er uns gegeben, es, so wie es steht geschrieben im ersten Buch Mosche, Uredu bitgat hayam, Hashem hat uns gegeben, Erlaubnis, die Fische zu nehmen, die Vögel, die Tiere, die Erde zu pflegen, die Pferde zu reiten. Also der hat uns schon gegeben, eine zwei Gebote haben wir gelernt am Anfang. Die Erde zu bearbeiten und die Erde zu hüten. Alles, was ist zum Nutzen für den Mensch, zum Guten nach den Gesetzen von der Torah, das ist erlaubt. Deshalb, wenn es gibt Bäume und Menschen haben nicht wo zu wohnen, kann man die Bäume, die nicht Früchte geben, wegnehmen und kann man die Bäume machen, eine Schreiner, ein Tisch oder ein Zaun und dort Menschen sollen leben. Das heißt, die Torah legt nicht die Natur und der Mensch in Ekozentrum in einem selben Gleichgewicht. Nein, das ist, die Natur ist nicht ein Museum. Die Natur ist nicht Chanukka-Kerzen, soll man nur gucken. Die Natur ist da, damit sollen wir es Gott sei Dank genießen, aber schützen, achten, pflegen, nicht verschwenden. Alles, was verschwenderisch ist, das ist Natur kaputt zu machen. Deshalb, lass uns antworten, das, was wir haben gefragt. Wir haben gefragt, wo steht geschrieben, in die Torah soll man Sauberkeit halten, die Welt. Gott sagt in die Torah, Lotta schrittete Zah, du sollst die Welt nicht verschwenden. Nicht die Luft, nicht die Fische, nicht die Bäume. Und wenn du deine Chemikalien und deinen weltlichen Egoismus damit kaputt machst, die Welt, das ist nicht die Wille Gottes. Das ist der Egoismus von dem Mensch. Und muss man immer dem gesunden Gleichgewicht erkennen, wo ist der elementare Bedarf von dem Mensch und wo ist der elementare Bedarf von der Natur, um zu überleben. Das heißt, es ist erlaubt, zum Beispiel zu nehmen in Labor, in Krankenhaus, Mäuse, Tiere, Ratte und zu machen Operationen, um die Menschen zu retten. Warum? Weil Hashem hat sie geschafft. Damit sollen wir davon lernen, kannst du nicht einen Mensch eine Probe machen und operieren. Genauso gibt es viele Sachen. Man kann lernen dadurch. Und dadurch, was man lernt, schafft man eine Welt. Auch die Natur an sich genießt eine von dem anderen. Die Tiere essen die Erde, andere Tiere essen andere Tiere. Es gibt Vogeltiere, Raubvögel, die sind Sanitarien, sie machen sauber die Welt. Es gibt schon in der Natur schon eine gewisse eigene Sauberkeit. Deshalb, wenn man lebt in einem Land und es gibt Gesetze, leere Flaschen zu werfen, richtig, soll man es tun?
Es ist eine Pflicht nach der Tora. Und wenn dein Auto braucht einen Stempel von EZO oder von verschiedenen Luftgesetzen, muss man das achten. Das heißt, es ist unsere Pflicht. Aber wenn es gibt eine Diskussion zwischen Lebensunterhalt, Ökonomie und Ökologie, nach die Aktivisten, die Naturisten, die ihr Leben ganz schön leben, mit Lederschuhe, mit schönen Autos, mit alles. Sie denken, die Natur ist im Mittelpunkt. Die Tora sagt nein, der Mensch ist im Mittelpunkt. Du kannst nehmen den Schwanz von dem Fuchs und machen eine Streimel für Schabbat. Du kannst nehmen den Leder und machen Torarolle. Du kannst nehmen die Leder und machen Schlagzeug. Du kannst nehmen die Sachen schon von der Weltschöpfung, war es erlaubt und Gott hatte von einem Genuss, sieht man, nachdem Noach war der erste Aktivist. Er hat 120 Jahre gebaut eine Arche, um die Welt zu retten. Und wenn er geht raus, was macht der Noach? Der hat die ganze Welt gerettet. Er selbst opfert zum Gott von den reinen Tieren. Warum? Weil und Hashem sagt, dieser Duft ist sehr, sehr gut, weil der Mensch hat verstanden, man kann die ganze Welt upgrade machen und nicht die Welt kaputt machen. Und Gott sagt selbst, ich schwöre, ich werde die Welt nicht mehr runterbringen. Warum? Weil der Mensch wird schon die Welt kaputt machen. Ich wiederhole. Du hast bekommen in dieser Welt ein Geschenk. Stell mal vor, einer bekommt ein Geschenk und werft das weg. Das wäre sehr traurig. Bis die Zeit von Noach, wo die Welt war sauber, rein, die Umwelt war gut, ohne Aktivisten, ohne Naturisten, die Menschen haben gelebt 800 Jahre, Methuselah mehr als 900 Jahre, Noach mehr als 600, alle haben gelebt lang. Warum haben sie gelebt so lang? Weil Menschen haben nicht geworfen Schwanzen von Zigaretten auf den Boden. Es waren nicht so viele Chemikalien. Das Essen war nicht so viel manipuliert. Nicht jeder hat gedacht nur über sich. Ich kann euch sagen, Gott sei Dank, ich bin schon genug Jahre in Deutschland. Ich bin sehr zufrieden von meiner Entwicklung in diesem Bereich Natur-Umweltschutz. Ich fahre schon mit Fahrrad. Aber das Herz bricht mir, wenn ich so auf dem Boden in jeder Ampel Schwanzen von Zigaretten. Ich frage mich, wo sind alle Intelligenten? Wo sind alle Philosophen? Wo sind alle, die mir die ganze Zeit korrigieren in Deutsch und sie sagen nicht Zigarettenschwänzel, Zigarettenkippen? Spielt keine Rolle, es ist schmutzig und es ist unsere Schuld. Was kann man machen, praktisch? Eins, diese Schiur an 10 Freunde schicken. In eurer Mischproche, in eurer Gesellschaft reden über Sauberkeit, über Reinheit, über diese Katastrophe, dass Menschen rauchen und ich glauben Sie mir, gegenüber dem jüdischen Friedhof gibt es eine Berufsschule. Stehen hunderte von Kindern in der Pause, gute Kinder von guter Mischproches, Unverschämtheit rauchen Zigaretten und werfen. Und kein Lehrer macht irgendeine Schiur, wie schlimm ist das zu rauchen und wie schlimm ist das, die Zigarettenschwänzel zu werfen auf den Boden. Guck mal in die Bergerstraße hier, es gibt so alte Steine. Zwischen jedem Loch in die Steine liegt ein Zigarettenschwänzel. Das ist wirklich ein Weltuntergang in die Missachtung von diesem schönen Land. Schade, Deutschland ist ein schönes Land. Und die Menschen zerbrechen ihr eigenes Land, anstatt sich etwas zu tun. Man schimpft auf der Straße, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Jeder ist ein Moshe Groß. Also Handlungen, anstatt nur das Herz reißen. Jeder soll versuchen, einmal, zweimal die Woche im Wald oder in seiner Umgebung, nehmen eine Tüte und einfach sammeln 10, 20 Schwänzerlach. Ja, so ist das. Mindestens den bewusst langsam bringen. Warum sage ich euch? Ich habe ein Video bekommen von einer von meinen Freunden, ein Polizist. In deutscher Polizei, ein Freund von mir, war in Urlaub in Italien. Und was macht er in Italien, Spielplatz? Er, seine Frau und seine Kinder nehmen eine Tüte und sammeln im Spielplatz Schwanzen von Zigaretten und er schickt mir per WhatsApp, Schlomo, guck, was ich mache. Heute habe ich bekommen von einem Freund eine Dose von Jahren 1900, hör mal zu, 67 Bier im Wald in Bayern
und er hat gesammelt im Wald alte Zigaretten. Ey, Haverim, jeden einer von uns muss die Welt achten, um sie nicht kaputt zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte den letzten Aspekt sagen. Die Welt wurde geschafft für 7000 Jahre. Wir sind jetzt 5782, einen Monat vor Rosh Hashanah, ein neues Jahr. In den nächsten paar Jahren muss Moschiach kommen und da leben wir noch eine 1000 Jahre. Wäre schade, diese letzten 1000 Jahre zu leben ohne Luft. Heute habe ich in Tagespflege mit den älteren Bewohnern gesprochen über die Jahressaison, wo sie früher so klar gewesen. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, jetzt riesiger Balagan. Guck mal die Menschen in den letzten paar Wochen. Die Menschen verlieren schon ihre Laune, zu heiß, zu kalt. Wer ist schuld? Wir. Also, die Welt ist eine Matana, soll man nicht kaputt machen. Die Schwänzelzigaretten soll man aufheben und soll man Aktivisten machen. Und es gibt bei uns einen Mann, der heißt Isaac. Das ist ein Mann aus Afghanistan. Da kommt Ehrenamtler. Jeden Tag in Altenheim zum Eingang gießt die Blumen und sammelt die Zigarettenschwänzel. Es ist unglaublich. Jeder kann das machen in seiner Umgebung und einfach helfen, die Welt zu verbessern.